Wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Agina Trader Helpdesk. Natürlich mit Carsten Berger, da freue ich mich schon sehr drauf. Und auch wenn das letzte Webinar im 2020 ist, darf ich und freue ich mich auch sehr darauf verkünden, dass wir natürlich im nächsten Jahr genauso weitermachen. Also vielen, vielen Dank dafür schon mal, Carsten. Sehr gerne. Und ja, ich möchte mich natürlich an der Stelle auch mal kurz vorstellen für diejenigen, die heute zum ersten Mal dabei sind. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. Wir müssen uns natürlich trotzdem den Risikohinweis kurz anschauen, denn wie immer dient dieses Webinar nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig vom Inhalt heute müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen und dürfen dieses Webinar nicht als Anlageberatung oder Handelsempfehlung verstehen. Ja, das ist ganz wichtig. Und das bitte entsprechend berücksichtigen. Okay, dann, lieber Carsten, übergebe ich sehr gerne den Bildschirm und wünsche viel Erfolg und viel Spaß. Und vielleicht noch ein kleiner Zusatz. Bitte schreiben Sie doch schon mal Ihre Fragen in den Chat, denn dieses Webinar ist ja auch für Sie gedacht. Also, viel Spaß. Danke, Nelson, für die tolle Ankündigung. Und du hast es ja schon gesagt, nächstes Jahr geht die Webinarreihe mit FX Flat weiter. Zum einen Agina Trader Helpdesk einmal monatlich und dazu auch einmal monatlich die Perlentaucher-Strategie auch bei FX Flat. Also jetzt, ich glaube, 11 Mal im Jahr, weil im Juli mache ich Urlaub, da also lassen wir das mal aus. Aber ansonsten 11 Mal im Jahr regelmäßig dann die Webinare von mir. So, die meisten kennen mich ja schon. Ich habe mal einen Blick reingeworfen, eben in die Liste, wer so dabei ist. Sind einige Bekannte dabei, die ich aus dem Agina Trader Coaching schon von früher kenne, auch ein paar neue. Freue ich mich immer, dass ihr trotzdem noch dabei seid und ich euch vielleicht in einigen Dingen weiterhelfen kann und vor allen Dingen auch erfahrene User dabei habe, die mir vielleicht sogar helfen können, Fragen rund um den Agina Trader zu beantworten. Denn alles weiß ich auch nicht. Das ist nämlich so ein mächtiges Tool. Den ihr da seht auf eurem Display, das bin ich, Carsten Berger, 52. Noch, ich werde noch diesen Monat 53, also muss ich harte Office-Arbeit an mir tun und zwar diese 52 auf 53 ändern. Das kriege ich dann auch noch hin. Habt wahrscheinlich schon quer gelesen, brauche ich gar nicht mehr zu sagen, weil wir wollen ja uns den Agina Trader kümmern. So, dann geht's weiter. Was erwartet euch hier? Klar, hat Nelson schon angekündigt. Das ist im Endeffekt so, als habt ihr auf einmal eine Frage und die brennt euch oft unter den Nägeln und die wollt ihr jetzt stellen. Deshalb ist es so, als wenn ihr jetzt beim Support anrufen würdet. Und solange die Frage jetzt nicht so umfassend ist, dass man sagt, hey, wie kann ich denn das Signal jetzt hier einstellen und was muss ich da für einen Indikator nehmen? Das führt natürlich dann zu sehr in die Tiefe. Aber wenn ihr kleine Dinge wissen wollt, rund um den Agina Trader, die euch aber tierisch nerven, weil ihr einfach nicht dahinter kommt, dann ist es vielleicht der richtige Zeitpunkt, da einfach mal die Fragen zu stellen, denn wir machen das ja für euch. Und wenn ihr keine Fragen habt, dann nehme ich mir heute einfach mal den Agina Trader Setup Escort vor. Und da fragen sich jetzt viele, die vielleicht den Agina Trader gar nicht kennen, was ist denn das? Ja, es ging mir genauso. Setup Escort ist nichts anderes, wenn man Stops hat, wenn man Targets hat, Initialstop, so eine Verbindung zwischen Risikomanagement und Stop- und Targetverwaltung und automatisierten Stop. So müsst ihr euch das vorstellen. Na, genau das ist es. Initialstop, Trailingstop und Targets, das alles beinhaltet der Setup Escort. Und den schauen wir uns dann heute mal ein bisschen an. Vielleicht hat der eine oder andere dann halt dazu auch noch eine Frage. Aber wie gesagt, ich schaue mir natürlich erstmal eure Fragen an. Kleines Angebot, das mache ich ja immer. Wer es kennt, wer noch nicht Kunde bei FX Flat ist oder ein Agina Trader Produkt, wie zum Beispiel hier die Andromeda-Version, die ihr heute hier sehen werdet bei dem Webinar, kaufen möchte, der kann das natürlich auch gerne über mich tun und beginnt dann quasi den Agina Trader mit mir an seiner Seite. Ich mache dann die Installation und den Funktionscheck, der ist inklusive und einen direkten persönlichen Service mit mir habt ihr natürlich auch, in dem ihr dann nämlich dann einen direkten Draht zu mir habt. Wenn ihr beim Agina Trader Team so eine Installation bucht, dann müsst ihr dafür 75 € bezahlen. Das könnt ihr euch natürlich total sparen, denn
Ihr bekommt eine Coaching-Stunde im Wert von 129 Euro von mir gratis. Das heißt, ich installiere euch den Agena Trader, mache die Verbindung zu FX Flat und damit läuft die ganze Sache rund und ihr habt von Anfang an schon ein funktionierendes System. Das Ganze funktioniert natürlich, indem ihr bei mir auf meine Homepage geht und mir bitte vorher über diese Homepage oder über die E-Mail cb@tradercoach.de mir eine Nachricht zukommen lasst, die mir sagt, okay, ich habe vor, den Agena Trader zu kaufen, damit ich eure Daten habe, also Vor- und Zunahme wenigstens, damit ich nachvollziehen kann, ob diese Buchung auch richtig eingegangen ist, denn nur wenn das richtig funktioniert hat, kann ich euch diese Stunde gewähren und mir einfach sagt, okay, ihr wollt halt ein Konto bei FX Flat eröffnen, dann können wir das halt besser abgleichen. So, wenn ihr da Fragen zu habt, könnt ihr natürlich dann auch immer ein 30-minütigen kostenlosen Vorgespräch führen letztendlich. Ich zeige euch das mal auf meiner Homepage. Wenn ihr also so ein Konto eröffnen wollt oder ein Agena Trader Produkt kaufen wollt, geht ihr auf tradercoach.de, geht auf Leistungen, dann Services und dann seht ihr hier das Angebot von FX Flat. Klickt hier auf diesen Button, dann werdet ihr weitergeleitet. Das ist ein Affiliate-Link. Da bekomme ich halt eine Zuwendung und dafür biete ich euch aber auch diese Leistung an. Und genauso ist es mit den Agena Trader Produkten. Also überlegt euch das, wenn ihr das noch nicht habt, könnt das gerne machen. Wer beides macht, natürlich ein Konto eröffnet und ein Agena Trader kriegt natürlich 2 Stunden, logischerweise. So, das dazu. Kontakt könnt ihr auch hierüber kriegen. Über Kontakt könnt ihr mich dann auch hierüber anschreiben. Das war schon. Und jetzt fangen wir quasi an. Dann schaue ich mir mal gleich die Fragen an. Den Bildschirm ein bisschen löschen. So. Und schiebe schon mal den Agena Trailer rüber. Ja, mein Bildschirm wird sich erstmal verkleinern. Das brauchen wir aber nicht. So. In der Weile, indem ihr fasziniert den Agena Trailer anschaut, schaue ich mir die Fragen an. So. Und hier muss ich die mal extrahieren. Nicht gemacht. Oha, da steht ja wirklich schon was drin. Ihr seid wirklich fleißig. Einen wunderschönen Abend aus Jena. Ja, wünsche ich einfach mal zurück. So, okay. Der Micha hat eine Frage und zwar fragt er, kannst du mir mal bitte zeigen, wie ich das Fibonacci Retracement zur Anzeige des Gewinns anwenden kann? Das hat nicht der Micha geschrieben, das war die Petra. Gute Frage. Zur Anzeige des Gewinns, da muss man das ganze Ding umdrehen, also Fibonacci. Fibonacci ist ein Zeichenwerkzeug. Wenn ihr Zeichenwerkzeuge benutzen wollt, dann ist hier, ich sag mal hier der, was ist das überhaupt für ein Zeichen? Das soll ein Stift sein oder so. Na egal, irgendwie, ich sag mal, dieser Wanderstock hier, der ist dafür da, letztendlich Fibonacci anzeigen zu lassen. Da ist es schon aufgeführt. Gibt es noch viele andere Zeichenwerkzeuge, die könnt ihr euch ja mal zu Gemüte führen. Wir wollen keine Fibonacci-Kreise, sondern in dem Fall ist es eine Retracement. Kennt ihr ja, wenn man das jetzt hier einzeichnet, so sieht das denn aus. Und da sind natürlich, ich bin kein Fibonacci-Experte, sind unheimlich viele Zahlen drin, die ich natürlich kenne vom Fibonacci, aber nicht alle werden mit der Signifikanz auch genommen. Ich glaube 50 und 61 oder 76, so das meiste, was die Leute so benutzen. Wenn man sich das einstellen will und schick machen will, dann kann man ja, wenn man weiß, wenn man bei den letzten Webinaren dabei war, dann weiß man, okay, man muss jetzt hier doppelt draufklicken. Ja? Wenn das markiert ist, dieses Objekt, dann habt ihr hier diese Kullerkreise am Rand und dann könnt ihr hier reinklicken. Und dann geht, wenn ihr doppelt geklickt habt, das Einstellungsmenü auf. Ich ziehe das hier mal ein bisschen in die Mitte. Ups. Naja, das ist natürlich meine Einstellung von dem Bildschirm. Das muss ich mal ändern. So, jetzt haben wir hier ein Problem mit dem Fibonacci, weil das ja so im Endeffekt die Retracements anzeigt. Wenn ich das hier unten an so einer tiefen, einem Low ansetze und dann zum Hoch gehe, dann kriege ich ja dann diese Retracements an. Aber jetzt will ja Petra wissen, wie kann ich denn das umgekehrt machen, indem ich halt, ja, sie möchte halt wissen, sie ist meinetwegen jetzt hier eingestiegen,
da eingestiegen, ja, long, und hatte meinetwegen hier ihren Stop. So verstehe ich das mal jetzt, was sie meint. Und dann hat sie ja hier so ein R, nennt man das, ne? Also den Abstand zwischen dem Einstieg für eine Long-Position und den Stop, das ist das Risiko. Wie, egal, ob das jetzt 100 Euro, 50 Euro sind oder eine Position, das ist das eine R. So, jetzt will sie wissen, wie viel Gewinn, wie viel Verdopplung hatte sie eigentlich jetzt hier oben gehabt. Das denke ich mal, ist jetzt richtig verstanden. Und da muss ich irgendwas verändern. Jetzt wollen wir mal sehen, ob wir das so hinkriegen auf die Schnelle. Das war die Einstellung. Warum ist die jetzt so klein geworden? So süß. Wird da jetzt irgendwas gemacht? Nochmal. So. Hier sind die einzelnen, das ist hier das Grafische, Fibonacci-Zahlen. Null ist dann quasi die der Einstiegsbereich hier oben. Und dann kommt die 2, das liegt dann hier drauf, ist dann hier die 0,2361, entspricht dann diesen 23,61% Retracement. Und wenn man das verändern möchte, dann muss man die Zahlen halt erhöhen, und zwar auf 1R, 2R, 3R, 4R. Und wenn man das jetzt umgekehrt macht, dann sehen wir schon, ob das jetzt funktioniert. Ich mir denke, relativ einfach. 1, und wo war da der Trick bei? 2, 3, 4, 5. Gucken, ob das funktioniert, so wie ich es mir denke. Das ist die Strichbreite, wenn man die verändern möchte. Das macht das schon mal nicht. Jetzt bin ich magnetisiert. Nee. Man muss unten anfangen. 6 ist ja okay, aber wenn ich hier oben anfange, dann das war jetzt die 0. Dann machen wir jetzt hier mal die 5. 4, 3, 2, 1, 0. Dann nicht, habe ich die hinzugefügt. Das macht er nicht. Lösen. Gucken, ob er sie übernommen hat. Die Frage. Okay, wieder jetzt nach unten weg. 200, 300, 400. Also das haben wir schon mal. Das sind jetzt ein. Wieso sind die 300 so weit weg? Eigentlich müsste ja selber so in dem Abstand bleiben. Okay, Petra, kriege ich jetzt nicht so schnell hin. Ich habe diesen, habe ich den sogar drin vielleicht? Begin. Nee. Guck noch mal rein, ob ich den jetzt wirklich schon gespeichert habe. Ich hatte den nämlich mal. Nee, habe ich nicht. Merke ich mir, Petra, schicke ich dir zu, die Einstellung per Screenshot. Habe ich definitiv bei mir auf dem Rechner. Kriege jetzt auf die Schnelle nicht hin. Vielleicht hat sich auch ein bisschen was geändert an den Einstellungen. Ich weiß, dass man das ein bisschen umdrehen muss. Weil dann ist ja natürlich, er misst jetzt nach unten und man muss dann anders zeichnen. Aber ich glaube, es geht so, wenn ich den jetzt anders einzeichne. Man muss nämlich bei minus 1 anfangen irgendwie und dann auf 1, 2, 3, 4 gehen. Und dann muss man den umgekehrt zeichnen, den Fibonacci Retracement. Aber ich zeige dir die Einstellung. Also man kann da ein bisschen spielen, dass im Endeffekt dann hier oben die einzelnen Rs angezeigt werden. Diesen Abstand, der wird dann halt gespiegelt und man hat dann das eine R hier oben. Es ist ja eine logarithmische Anzeige, da wird es ein bisschen kleiner. Zweite R, dritte R. Ne? Man sieht dann halt, okay, wie viel Prozent habe ich eigentlich gemacht? Wie viel Risiken verdient? Oder die Summe halt. Die nächste Frage ist, wenn ich Werte aus meiner Watchlist im Screener entferne, die Watchliste schließe, dann wieder öffne, sind die gelöschten Instrumente wieder drin. Wie muss ich vorgehen, um
Instrumente möglichst einfach aus dem Screener herauszulöschen. Es kommt ja immer darauf an, Petra, wie du einen Screener bedienst. Also wenn du hier eine Liste hast, das nehmen wir jetzt mal als Screener, obwohl hier keine Spalten drin sind, aber es ist ja eine Liste, nichts anderes, dann kannst du ja, ich mache das mal hier ein bisschen größer, hier dir in den Screener die Listen so hineinladen. Also sie sind jetzt hier bei mir, die meine Listen, die ich mir selber angelegt habe, je nachdem, Immobilien und so weiter, Branchenlisten, dann kann ich mir die hier reinladen und dann halt ein Häkchen dran setzen und dann werden die reingeladen und wieder rausgeladen. Wenn du jetzt aber eine Watchliste hast, dann ist es so, ich mache das im Endeffekt so, dass ich die einfach mit einer Entferntaste lösche. Also einfach die Entferntaste von einer Tastatur, wenn du es markiert hast, oder aber du gehst hier auf Minus, dann sind die auch weg. Wichtig ist nur, und jetzt pass auf, dass du in den Haupt-, in den Einstellungen unter Tools, Einstellungen, Konfigurations-Escort, dauert eine Weile, da ist er, unter Allgemein, da sind wir, hier, statische Instrumentlisten automatisch aktualisieren, den Haken gesetzt hast, ja, dass die wechseln. Musst du aber aufpassen, wenn du jetzt eine DAX 30 Liste hast und da sind die DAX 30 Werte drin und du drückst aus Versehen auf Entfernen, dann sind die dann auch raus, wenn du die irgendwo anders wieder aufrufen musst. Wenn das mal passieren sollte, dass ihr euch eine Liste versaut, weil das genau jetzt passiert ist, ihr habt den Haken da drin und ihr drückt auf Entfernen und das sollte jetzt sein, dass die Liste dann irgendwie jetzt fehlen 4, 5 Werte, weil ihr ein paar ausgelöscht habt oder einen Fehler gemacht habt, dann könnt ihr das ganz einfach beheben. Ihr könnt die natürlich manuell hinzufügen, aber das wäre die schmerzhafte Version. Die einfache ist im Endeffekt, ihr geht hier einfach auf Tools, Einstellungen und ihr macht dann einfach ein neues Instrumente und Märkte Mappings. Ja, dazu muss ich natürlich hier unten die Verbindung kappen und ihr holt euch einfach dann im Endeffekt hier von eurem, was ihr gerne habt, Telepan, Teletrader, sonst wie die Instrumentlisten von den Brokern, die ihr braucht. Wenn ihr wollt, nehmt ihr die. Oder aber die Instrumentlisten allgemein, wo dann halt hier auch DAX drin ist, DAO, was haben wir noch? Die vorgefertigten Listen von Agena Trader, Russell 1, 2, 3, 4, 5 bis 10. Also könnt ihr einfach dann wieder herstellen und dann sind die auf dem aktuellen Stand, wie sie hier halt hinterlegt wurden. Damit habt ihr die dann wieder hergestellt. Okay, nächste Frage. Hallo Carsten, wie kann in den Spalten links die Daily Performance angezeigt werden? Das ist von Marc die Frage. Daily Performance in der Spalte links, meinst du jetzt hier als Scanner im Endeffekt? Hier haben wir jetzt eine Liste drin, ist keine Spalte drin. Wenn wir hier eine Spalte drin haben wollen, dann klicke ich hier rechts rein. Und gehe auf Spalten bearbeiten. Da steht nicht viel drin, nämlich nur die Symbole. Und die Daily Performance ist ein Indikator. Und ich kann das hier aufklappen und immer da reinschauen. Ich kann aber auch einfach mal, wenn ich das natürlich weiß, das hier oben eingeben. Und dann komme ich schnell zu einem Indikator. Das ist der hier. Dann klicke ich den doppelt an. Dann wandert der hier rüber. Und dann kann ich mir, wenn der hier markiert ist, auf der rechten Seite diesen Indikator einstellen. Was immer ich da möchte. Im wichtigsten wahrscheinlich die Zeiteinheit zu verändern, weil er ist ja, wie ich schon immer gesagt habe, auch in anderen Webinaren, ist immer auf 1 Minute eingestellt. Also passt den an auf die Zeit, die ihr gerne haben wollt. Ich nehme jetzt hier mal den Tag. So. Und jetzt müssen wir ein bisschen tricksen. Denn wir wollen ja, die Daily Performance wolltest du haben für, jetzt muss ich mal gucken, richtig lesen. Ja, Daily Performance eigentlich. Jetzt kannst du dir überlegen, wie du die angezeigt haben willst. Und zwar hier, Input Parameters, da kann man dann halt die Besonderheiten einstellen. Und da steht dann halt zum vorherigen Schlusskurs, kannst du das haben.
also zum gestern, zur abgeschlossenen Periode, Tagesperiode, und zum Open, also am selben Tag, wenn es aufmacht. Diese Performance kann man auch sehen. Du musst ja auswählen, was du da gerne haben möchtest. Und die meisten nehmen wahrscheinlich Previous Close. Und hier kann man einstellen, wie viele Tage das dann zurückgehend wäre. Also wenn ich jetzt eine Woche nehmen würde, dann würde ich jetzt hier 4 Tage nehmen, weil Previous Close ist ja schon ein Tag, plus 4 Tage wären eine Woche. Aber in dem Fall brauche ich das nicht. Ich kann das, glaube ich, jetzt hier auf 0 lassen. Und dann klicke ich mal auf Bestätigen. Und gucken wir mal, ob es funktioniert hat. Tatsächlich. Da fällt mir auf, okay, die Zeilen sind ein bisschen klein, die Zahlen, also für mich jedenfalls schon. Und wenn man das nicht möchte, müsst ihr ja bestimmt auch, klickt ihr auf den Indikator und könnt hier die Schriftgröße einstellen. Ja, Fond hier oben, da die 3 Knöpfchen und dann geht er auf 10 und dann werdet ihr da sehen, da könnt ihr euch entspannt zurücklegen. Jetzt wird sie gleich größer. Ja, das ist so meine Größe. Perfekt. Ja, also das ist jetzt die Daily Performance. Marc, ich hoffe, es konnte dir weiterhelfen. Ja, Peter, die E-Mail kriegst du auf jeden Fall. Wir hören uns ja sowieso. Demnächst meldest dich einfach. Peter hat nämlich genau das in Anspruch genommen, was ich gesagt habe. Hat ein Agina Trainer Produkt gekauft und hat demnächst jetzt die Coaching-Stunde mit mir. Und auch toll, dass du das jetzt gleich nutzt. Dann sparst du ja die Zeit beim Coaching mit mir. Sehr gut. So, jetzt muss ich mal weiter runter scrollen. Genau, Michael, danke für den Tipp, das war's. Die Fibos müssen alle ein Minuszeichen als Vorzeichen haben. Danke für den Tipp. Die Null so lassen, genau so war's. Perfekt. Okay, dann haben wir das durch mit den Fragen. Wenn ihr noch welche abschreibt, welche rein. Ansonsten kommen wir jetzt zu diesem Setup Escort. Wo findet ihr den? Hier oben links unter Strategien im Menü hier oben. Ja, draufklicken, könnt ihr direkt anwählen, dann nehmt ihr den. Ja, der Marc sagt jetzt gerade noch, wenn der Wert positiv ist, ich mache das jetzt mal nach unten, man kann ja auch das Ding hier sortieren nach oben, dann ist dieses kaum sichtbar. Ja, das ist schon dem Agina Trade-Team bekannt. Habe ich schon weitergeleitet. Ich habe nämlich auch die 275er-Version drauf. Das ist jetzt die aktuellste. Hier unten rechts sieht er die Version 275-195. Und da hat sich die Farbe geändert. Denn die war vorher, wenn ihr das auch vorher schon drin gehabt habt, dann war die auf dunkelgrün und wesentlich besser zu sehen. Also das habe ich schon moniert. Und das wird halt umgesetzt in dem nächsten Update, was jetzt kommt. Also ein paar Nummern höher. Ist also schon bekannt. So, dann wieder zum Setup Escort, also über Strategien Setup Escort. Klicken wir das Ding mal an. Da ist er. Dann seht ihr halt mehrere Sachen, die man hier einstellen kann. Mich interessiert im Endeffekt hier Setup Escort und Analyzer. Darüber möchte ich heute sprechen. Dann gibt es eine Sitzung. Ein Untermenü heißt Standard. Müsst ihr euch vorstellen, wie bei Windows. Setup Escort ist der Ordner. Und euer Reiter, der da drin ist, ist jetzt Standard. Und ihr könntet immer mehrere Sitzungen dazu speichern. Ja, da würdet ihr jetzt hier zum Beispiel eingeben, nee, ich möchte keine Standardsitzung haben, sondern ich möchte eine Testsitzung haben oder eine andere, eure eigene Sitzung. Weiß ich nicht, welche Strategie ihr habt. Nehmt den halt einen Strategienamen meinetwegen. Egal, was ihr wollt. Dann macht ihr Analyzer hinzufügen und dann habt ihr hier quasi einen neuen Reiter in dem Ordner. Setup Escort drin. So. Arbeiten wir mal hier mit diesem Testding. Das Standardding sieht genauso aus. Und wenn ihr diese Seite geöffnet habt, dann habt ihr hier gleich am Anfang 3 Felder offen. Meine Maus sieht ihr hier. Einmal die linke Seite, die ein bisschen größer ist, und zweimal die rechte. Und jedes Feld hat im Endeffekt einen Namen. Hier steht Entry Escorts auf Deutsch. Einstiegssignale, könnt ihr euch gut merken. Also welche, das sind alles programmierte oder erstellte Einstiegssignale. Der kleine Teil hier oben ist von AT, dann noch ein paar andere und da unten sind meine Perlentaucher-Sachen noch mit bei.
Also Signale, die ihr generiert habt oder selbst erstellt oder mit Bison. Und wenn ihr die letztendlich im Setup Escort verwenden wollt, diese Signale, also ein Signal mit der Verwaltung der Stops und der Targets und der Risikoberechnung verknüpfen wollt, dann müsst ihr hier den Haken setzen. Also hier bei Trampolin zum Beispiel oder bei Down Gap oder, wo ihr wollt. Also alles, was ihr irgendwie verwenden wollt, hakt ihr an. Ich würde vorschlagen, wirklich nur das anzuhaken, was ihr wirklich wollt. Gerade hier beim Auswahl, weil weniger ist einfach mehr und führt dann halt einfach mehr zu mehr Übersicht. Ne? So. Dann habt ihr auf der rechten Seite im Endeffekt das gleiche Prinzip. Hier sind die Stop-Arten, die Agena Trader anbietet. Und alle die Haken, die hier gesetzt sind, bedeuten, dass ihr die später auch im Trading verwenden könnt. Wenn da kein Haken gesetzt ist, dann könnt ihr diesen Stop später auch nicht mehr auswählen. Also überlegt euch einfach, welche Stops ihr verwenden wollt. Am Anfang würde ich immer zum Ausprobieren alles probieren, ja, wer da jetzt noch nicht so firm ist. Ansonsten reduziert einfach das auf das, was ihr wirklich wollt. Umso schneller und flüssiger arbeitet ihr später einfach. Etage drunter warten die Targets auf euch. Hier ist auch wieder die Auswahl drin, die Agena Trader anbietet. Und hier gilt genau das Gleiche. Ihr habt hier die sämtlichen Haken gesetzt, also könnt ihr die alle verwenden. Macht das später so, auch hier die Sache zu reduzieren und nehmt die Targets, die ihr sonst auch im Trading verwendet. Hier unten ist noch ein Feld, da steht im Endeffekt jetzt eine 1 drin. Das heißt, wenn hier eine 1 drin steht, dann ist das auftretende Signal hier, meinetwegen Downgap, das wird dann halt im Agena Trader Scanner links, also hier quasi in der Liste, in einem Setup Analyzer Escort Spalte, in dieser Signalspalte angezeigt, wenn es schon eine Periode vergangen ist. Also man kennt es eigentlich so, ich habe ein aktuelles Signal, das kommt jetzt und bei der nächsten ist es eigentlich weg. Und so kann ich eigentlich anzeigen, also einschreiten und sagen, nö, ich bin ein bisschen spät. Und vielleicht würde ich das Signal noch sehen nach 5 Perioden. Also im Tageschart würde es bedeuten, einen Tag später, als das Signal auftritt, wird es trotzdem nochmal angezeigt. Und es wird dann in der Analyzer Escort Spalte etwas von der Farbe blasser. Und je länger es dann her ist, umso blasser wird das Ding im Endeffekt. Kann ich nur raten, meine Empfehlung, nicht zu hohe Zahlen zu nehmen, sondern ihr kriegt einfach dann zu viele Signale. Ja. Dann habt ihr halt 5 oder 6 Tage die Signale und die neuen laufen immer auf. Und letztendlich habt ihr einen Signalwirrwarr und die will man sich ja auch nicht antun. Also ich bin ein Freund davon, eigentlich eine Signalreduzierung zu erzielen, weil Signale kriegt man eigentlich immer genug. So, das ist eigentlich recht einfach, die Seite. Wenn ihr Fragen habt, einfach reinschreiben. Dann gehe ich da nochmal drauf ein. Jetzt kommen wir zu ein bisschen anspruchsvoller. Konfiguration, also die Einstellung dessen. Und ich habe ja hier im Vorfeld ein paar Dinge aktiviert. Ne? Also ich habe ja gesagt, nur das, was ihr an der ersten Seite Aktivierung anhakt, könnt ihr später verwenden und einstellen. Gucken wir nochmal, hier ist Konfiguration. Wir haben diese 4, manueller Modus ist immer dabei, haben wir diese 4 Signale. Schauen wir nochmal. 1, 2, 3, 4. Die 4 Haken haben wir. Ich glaube, die anderen sind alle raus. Ja. Und deswegen können wir die hier einstellen. Hakt ihr alles an, habt ihr natürlich die ganze Liste da drin. Da müsst ihr auch viel einstellen, theoretisch. So, also das ist jetzt hier keine Empfehlung von mir, dieses Signal zu verwenden. Ich habe es jetzt einfach reingenommen, weil ich es cool finde. Ich nehme mal hier Trampolinsignal von Gilbert. Und dann schauen wir uns das mal an. So, jetzt habe ich das hier markiert und wie immer gilt das Prinzip, markiere ich etwas, kann ich rechts davon was einstellen. Was kann ich denn hier einstellen? Ich kann hier einstellen, welchen Stop ich denn hier verwenden möchte und zwar als Initialstop. Initial ist immer zuerst, das heißt der Initialstop, wenn ihr nicht euch damit so auskennt, ist der Stop, der für euch wichtig ist, um das Risiko zu berechnen. Also der allererste Stop, ihr wollt einsteigen und dann sagt ihr, wann will ich denn wieder aussteigen aus der Aktie oder aus dem Future oder aus dem Rohstoff. Und deshalb kalkuliert ihr, sage ich mal, das Risiko und sagt, ich setze da meinen Stop und da passt meine Strategie nicht mehr. Und deshalb muss ich diese Aktie oder Future oder was immer verkaufen. Und das ist der Initialstop. Und den kann man natürlich manuell setzen, das werde ich euch auch zeigen. Man kann ihn aber auch einfach bestimmen lassen. Und zwar
wenn ihr raufklickt, Dropdown-Feld, dann habt ihr hier alle diese wunderbaren Sachen drin, wo der Initialstop vom Margina Trader dann dort hingelegt wird, nach welchem Kriterium ihr hier den Stop setzt. Hier ist halt Bar bei Bar, das heißt Kerze für Kerze oder Bar bei Bar, Periode für Periode. Und das bedeutet jetzt im Endeffekt, kann ich dann unter Parameter, das kommt danach, einstellen, wie viele Bars der Arjuna Trader den Stop rückwärtsig hinlegen soll. Wenn ich da eine 3 eingebe, dann nimmt er den dritten Bar hinter dem Einstiegssignal und würde dort unter dem Tief, wenn ich long gehen will, meinen Stop setzen. Das ist auch nur ein Vorschlag, dem muss man ja nicht nachkommen, man kann immer noch justieren. Ne? Aber gerade Intraday ist das natürlich hilfreich, dass ich nicht ewig justieren muss, bis ich meinen Stop dort hinlege, wo er eigentlich hin soll, weil dann läuft der Trade ja schon vielleicht weiter, bevor ich den aktiviert habe. So. Jetzt wird es ein bisschen anspruchsvoller. Hard Trail Stop Escort. Puh. Wenn das eine ein Initialstop ist und das andere ein Hard Trail, also dass er hinterhergezogen wird, dann muss ich jetzt überscheiden, okay, was ist denn der Unterschied zwischen Hard Trail und Soft Trail Stop? Gute Frage. Also Hard Trail Stop, um es kurz zu machen, ist der Stop, der beim Broker liegt. Also wo ihr dann hart rausgeht, und zwar wenn, so ist ja eine Stop-Order nochmal aufgebaut, der Kurs berührt wird, nur berührt wird, wird er zum nächstmöglichen Kurs ausgeführt. Das wird halt dann eine Market-Order. Ja. Das muss nicht der Preis sein, wo die Stop-Order liegt. Ja. Also wenn es bei 100 der Stop liegt und der wurde getriggert, dann kann es sein, dass die Aktie so schnell fällt und andere schneller seid als ihr, dass ihr erst bei 96 ausgeführt werdet. Ja, also der nächstmöglich handelbare Kurs ist dann eurer. Es kann aber auch sein, die wird bei 100 getriggert und bei 103 kommt ihr raus, weil der Markt dann wieder steigt. Ja. Bei illiquiden Aktien ist das öfter der Fall. Bei sehr liquiden Aktien wie eine Daimler oder so, werdet ihr relativ zeitnah ausgeführt und da gibt es dann halt nicht so ein Slippage. Ja. Muss man einen Schluck Tee trinken. So, das ist der Initialstop. Der Hard Trail Stop ist der Stop, der nachgezogen wird. Euer Trailing Stop, den kennt ihr ja nur von einer Version. Das heißt, ihr seid eingestiegen zum Initialstop und ihr zieht dann immer die Position, den Stop nach und sagt, na, so viel bin ich jetzt nur noch bereit abzugeben und hoffentlich ist der bald letztendlich über dem Einstieg so eine Art Break-Even-Stop. Das wäre doch toll. Da ist es also so, wenn er wirklich berührt wird, ist er auch draußen. Das ist im Endeffekt das gleiche wie der Initialstop, weil der liegt dann auch scharf beim Broker. Wenn die Order getriggert wurde, wandert der Stop vom Margina Trader zum Broker, wenn ihr verbunden seid. Und damit ist dann die Order drin und dann seid ihr auch mit dem Stop abgesichert. Wichtig ist immer, dass bei Order-Ausführung der Margina Trader mit dem Broker verbunden ist. Gebt ihr eine Order ein, eine Kauforder und drückt auf diesen grünen Haken und die ist aktiviert und dann schiebt ihr die Kauforder zum Margina Trader. Der Stop bleibt aber so lange beim Margina Trader, bis die Order getriggert ist. Also wenn ihr schlafen geht, habt in der amerikanischen Börse das Ding drin und ihr geht um 20 Uhr ins Bett und macht den Margina Trader aus. Und das Ding wird gefüllt, dann seid ihr zwar drin bei eurem Broker, aber der Stop ist nicht drin, weil ihr nicht verbunden seid. Also gerade für diese Phase, wo eine Order getriggert wird, dann geht der Stop rüber. Danach könnt ihr ausschalten, könnt ihr auch schlafen gehen. Also oder ihr lasst das System einfach laufen. Daran bitte denken. Wenn er Intraday handelt, dann ist das Ding, geht rein und dann schiebt er ja die Stop-Order sofort nach. Das merkt ihr dann nicht. Aber bei Intraday ist kein Problem und bei End of Day von einem Tag zum anderen könnte es zum Problem werden, wenn ihr nicht damit verbunden seid. Das ist der Hard Trail. Ja. Der Soft Trail ist im Endeffekt ein Stop, der auf dem Arjuna Trader liegt und als zweiter Stop so mit einwirkt. Ja. Der Soft Trail liegt auf dem Arjuna Trader, also der wird gar nicht zum Broker geroutet, sondern er liegt dann entweder bei euch im Server, beim Margina Trader oder bei euch lokal zu Hause auf dem Margina Trader. Und das ist der Stop,
der muss eigentlich schneller sein, also schärfer eingestellt sein als der Hard Trail. Das bedeutet, Soft Trail, um das mal jetzt zu zeichnen, ich kann jetzt hier malen, ja, kann ich. Wenn das hier der Hard Trail ist, ja, und das ist hier der Soft Trail. So, dann müsst ihr euch vorstellen, wenn ihr Bar bei Bar nimmt, das heißt, ihr könnt auch diesen Hard Trail hier einstellen, Bar bei Bar. Und dann sagen wir mal, der Einstiegsstopp, der Initialstopp soll 3 Kerzen zurückliegen. Und ihr habt den Hard Trail, den könnt ihr auch auf 3 Kerzen zurücklegen machen. Also wenn jetzt der Markt 3, 4 Kerzen steigt und der steigt an, dann geht er halt auf das Tief der dritten Kerze. Und immer so weiter. Also das sieht man jetzt hier auch ganz gut. Ne? Wenn ich jetzt hier einen Bar-by-Bar-Stop habe und ich sage, ich bin jetzt hier long gegangen. Hier ist mein Einstieg. Hier ist mein Initialstopp. Ja? Das ist mein Initialrisiko. Letztendlich das gleiche wie bei Fibonacci vorhin. So, jetzt geht der Trade los. Ich bin jetzt hier long in der Aktie. Und ich habe einen Hard Trail, der im Endeffekt auch auf 3 Bars liegt. Ja? Das ist hier der Initial. Stop und das wäre der Hard Stop. So, jetzt geht die Reise los. Wir sind bei der Kerze. Geht hier hoch, weil ja keine Kerze ist, bleibt der dann halt da liegen, logischerweise. So, jetzt geht die Reise los. 1, 2, 3. Und er fängt dann an, diesen Stop, der Initialstop ist dann quasi der Hard Stop, den schiebt er dann halt von der Seite hier hoch. Ne? Und dann geht es halt immer weiter hoch und der Initialstop ist dann in dem Moment, wo er verschoben wird, ja quasi der Hard Stop. Und dann geht das weiter. Man kann den auch einer anderen Regel unterlegen, am 20er legen oder so. Letztendlich fängt er sich an zu bewegen, wenn sich der Indikator, der dahinter ist, sage ich mal, nach oben entwickelt, weil es ja ein Long Trade ist. Wenn die Aktie sich nach unten entwickelt, bleibt der einfach so stehen, da setzt sich kein Stop mehr zurück. Ne? So, das hat sich nachgeschoben. Jetzt haben wir ja noch einen Soft Trail. Das ist spannend. Jetzt nehmen wir mal an, der Markt ist gestiegen und ihr habt das Ding mit dem Soft Trail drin. Da müsst ihr darauf achten, dass der halt schneller ist als der Hard Trail, also näher am aktuellen Kurs ist. Nehmen wir also an, wir sind jetzt hier drin, an der Kerze, ja, hier eingestiegen. Das ist unser Hard Trail, der ist 1, 2, 3 Kerzen zurück. Und wir wollen aber nicht, dass der Markt tiefer als eine Kerze geht, also immer auf das Tagestief nachziehen oder auf das Minutentief. Dann hätten wir jetzt einen Soft Trail, den mache ich jetzt auch mal grün, oder ich mache den mal hier schwarz, so, das wäre jetzt hier der Soft Trail, der liegt jetzt hier. Also er muss schneller sein, näher dran. Bedeutet, fällt der Markt jetzt unter diese Kerze hier, unter dieses Tief, geht runter, berührt die, dann fängt der Markt, fängt der Soft Trail an, den Hard Trail, also diesen hier unten, nach oben zu holen. Und zwar unter das Tief der auslösenden Kerze. Ist ja jetzt noch nicht hier der Fall. Dann kommt hier das Ding. Und wenn er jetzt hier oben liegen würde als Stop, dann würde er die Kerze hier, diese hier, dieser Hammer, weil er runter geht, den Hard Trail auslösen, den Soft Trail auslösen und den Hard Trail nachziehen. Das ist das Prinzip. Also hier merkt er, oh, du bist unter dieses schwarze Umkehrstäbchen gefallen, aber hast ja letztendlich auch wieder darüber geschlossen. Also dieses Ausfaken letztendlich, das kann man mit dem Software ganz gut verhindern. Klappt auch nicht immer, aber es ist halt nicht schlecht, weil wenn ihr hier oben einen scharfen Stop drin hättet, so einen Hard Trail, dann wird er ja sofort raus. Ne? Er wird getriggert, geht runter, der nächste Kurs ist euer 143, seid ihr raus. So, und die Möglichkeit habt ihr jetzt hier, wenn der Soft Trail aktiviert wurde, das wurde ja, zieht ihr den Hard Trail nach unter das Tief der aktivierenden Kerze. Also wo wandert die rote Linie hin? Schwupps, unter diesen Hammer. Ja, und damit seid ihr noch im Trade drin. Wenn natürlich jetzt der Markt jetzt hier drunter fallen würde, also jetzt unter, wenn der nächste Kurs jetzt hier so wäre, zack, dann werdet ihr halt dann da ausgestoppt. Ja. Also es garantiert jetzt nicht den Preis da oben vom Software, sondern den Preis da drunter, das ist halt dann einfach der Stop und dann gelten natürlich wieder dieselben Regeln. Vorteil, dass man halt hier so eine Spikes, wo halt der Markt dann wieder dreht,
letztendlich nicht rausfliegt. Man kann dann halt sehr schön weitermachen und hat dann halt die Möglichkeit, hier noch weiter zu trailen, wobei dann der Soft-Trail logischerweise immer schneller sein soll. Der kann euch ja auch nur schützen, wenn er schneller ist, wenn er da unter dem Hard-Trail hängt, dann ist er wurscht, weil dann seid ihr ja sowieso raus, wenn er getriggert wird. Also müsst ihr den von der Einstellung her schneller wählen als den Hardtrail. So, wenn hier drin steht, Initial Stop Only, bedeutet das nichts anderes, als das Ding ist ausgeschaltet. Hätte man auch reinschreiben können, aber jetzt wisst ihr das, Initial Stop Only bedeutet, den will ich gar nicht verwenden. Also ich in der End-of-Day-Strategie benutze das gar nicht, weil ich kann ja dann meine Stops selber verschieben. Das ist auch immer so, dass es funktioniert auch nur, sage ich mal, wenn der Markt wirklich offen ist. Und für das Intraday-Handeln finde ich das schon sehr gut. Weil stellt euch mal vor, ihr seid im 5-Minuten-Chart unterwegs. Ihr habt einen Trade, der ist beim ersten Target angekommen. Targets kommen wir gleich. Und der läuft immer weiter. Das ist ja schön. Aber Gewinn möchte ich ja auch irgendwo absichern, aber ich möchte ja nicht den ganzen Tag davor sitzen. Weil ich weiß ja nicht, wie weit der Markt fällt. Also ich habe ja keine Glaskugel, also sage ich mir, ich will auch noch Mittagessen. Dann setze ich halt so ein Soft-Trail mit einem Hard-Trail ein und gehe einfach. Weil wenn ich ein Target drin habe, ist es ja wurscht, wo ich das Ding setze. Aber ich bin halt dann ein bisschen flexibler und muss halt nicht die ganze Zeit vorm Rechner sitzen und den Stop nachziehen. Ja. Müsst ihr euch anschauen, die einzelnen Stops, einfach mal testen. Entweder auf dem Demokonto könnt ihr das ja ganz toll machen, einfach mal ausprobieren, welcher da zu eurer Strategie passt. Das muss man auch wissen. Ne? Weil Stops kosten auch Geld, sind nicht nur dabei oder dafür, Gewinne abzusichern, sondern kosten auch eine Menge Geld, kosten auch Performance. Ne? Wenn man zu früh ausgestoppt wird, dem Markt nicht in den Raum gibt, dann nützt euch auch ein Stop nichts. Ne? Und beim End-of-Day-Handel ist es ja auch so, wenn ihr den Stop drin habt und es gibt einen Gap nach unten, dann werdet ihr halt unter eurem Stop weit drunter ausgeführt. Der garantiert euch also nicht den Preis, den ihr als da eingegeben habt. Ne? Also da kann größere Verluste letztendlich auflaufen. Target. Gleiche Prinzip. Hier steht aber nicht Initial Stop Only drin, sondern No Target. Also kein Target. Wenn ihr eins haben wollt, raufklicken und auswählen. Gibt es verschiedene. Die meistverwendeten sind, glaube ich, ja, bei mir sind es die Multiple Risk Level, weil das immer der Abstand ist vom Einstieg zum Stop. Auch ausprobieren, im Detail kann ich jetzt gar nicht eingehen, Zeit vergeht da so schnell. Das einfach mal zur Kenntnis. Wichtig ist zu wissen, dass ihr halt immer dieses Signal, jetzt hier das Trampolinsignal oder das Downgap-Signal, dann verbunden ist mit dieser Verwaltung. Ne? Also das Signal leuchtet auf, da ist halt ein Downgap mit einem Einstieg. Und dann habt ihr gleich zu diesem Signal diesen Initialstop, entweder mit Hardtrail oder Softtrail und ein Target. Das könnt ihr halt einstellen. Ob ihr zwei Targets haben wollt, drei Targets oder nur eins oder keins. Ja, das geht auch. So, Parameter. Parameter ist letztendlich die Möglichkeit, jetzt hier die einzelnen Dinge, und zwar haben wir wieder dieses Dreiersegment, kennt ihr ja aus der Aktivierung vorne. Einstiegesignale, Stop-Escorts und Targets einzustellen. Ja. Das sind alles Signale, die halt vorgegeben sind. Wenn ihr aber ein manuelles Setup entwerfen wollt, wo ihr also eigentlich nur raufklickt, egal was ihr im Markt seht, also ohne Signal, das könnt ihr auch machen. Ja. Also ihr müsst nicht immer nur ein Signal entwerfen vorher, weil es ja doch ein bisschen Arbeit, sondern ihr könnt hier sagen, nö, mache ich, brauche ich gar nicht, mache ein manuelles. Dafür ist der manuelle Modus. Ja, den kann man hier nehmen, kann das auch einstellen. Da ist kein Signal hinterlegt, sondern ihr seht das, weil ihr sagt, ich möchte ein aufsteigendes Dreieck handeln. Da gibt es halt schwieriges, das ist halt Signal zu programmieren. Sehe ich halt und dann will ich das handeln, meinetwegen. Kann ich auch unter manuellen Setup einen eigenen Namen vergeben, noch eins. Neues manuelles Setup und dann habe ich das drin und kann das hier auch einstellen. Den passenden Namen für seine eigene Strategie oder so verwenden. Unter Parameter dann stelle ich halt, muss ich hier reinklicken, ist ja eins dazugekommen, Test und so. Wenn ich dann hier reinklicke in das Feld, ihr habt gesehen, hat sich das aktualisiert. Da mal aufpassen, ist so ein kleines Hindernis, der aktualisiert sich halt erst, wenn ihr da reinklickt habt einmal.
und denken sich wundern, hä, wo ist mein manuelles Setup? Nehmen wir mal hier Test. Also das, was markiert ist, gleiche Prinzip, kann man rechts davon einstellen. Was haben wir hier? Ganz wichtige Schaltfläche. False bedeutet letztendlich kein automatisiertes System. Kann ich euch nur empfehlen, steht da True drin, dann rennt das Ding los und wenn ihr verbunden seid mit dem Broker, schießt der eure Signale raus, auch mit den entsprechenden Dingen und ihr habt ein vollautomatisiertes System. Deswegen da Vorsicht. Da kann man einstellen, wenn der Trade im Gewinn ist, ab wann der Stop, der Initialstop, auf Break-Even gezogen wird. Also für diejenigen, hier ist der Initialstop hier rechts. Ja, wir waren da unten im Trade. Hier ist unser Einstieg. Ja. Im Endeffekt, wenn der Trade jetzt losläuft, hier ist er im Gewinn, da ist er im Gewinn, da ist er im Gewinn. Wann wollt ihr, dass der Kurs im Break-Even ist? Also das heißt, auf Einstieg gezogen wird, vielleicht plus Gebühren, ohne Gebühren und so weiter. Das könnt ihr letztendlich damit einstellen. Ja, also wenn der hier oben ist, mit bestimmten ATR-Abschwenkungen oder Abschweifungen, zeige ich euch gleich, dann könnt ihr das Ding hier im Endeffekt dann auf Break-Even setzen. Das macht ihr automatisch. Ja, auch für Intraday ganz gut. Macht das nicht zu früh, kostet definitiv Performance wieder. Die Markttechniker kennen das, wenn die Korrektur kommt und das Ding ist auf Break-Even, seid da draußen aus dem Trade. So, da kann man einstellen, nach wie viel Risiken. Hier unten, da muss ich auswählen, was für ein Prinzip ich habe. Hier sind es Ticks. Also wenn ich jetzt 10 eingebe, dann sind es 10 Ticks. Ich kann aber auch ATRs nehmen oder Prozent oder Risiko. Ne? Also hinter dieser Einstellung. Da hier oben muss ich dann halt die Zahl einnehmen, gebe ich 2 Risiken ein. Also wenn ich jetzt hier eingebe eine 1, und wähle jetzt hier aus Risk, dann ist das im Endeffekt, wann zieht er den Stopp auf Break-Even? Na klar, wenn der Abstand hier oben zum Stop, wenn der einmal oben erreicht wurde, also wenn der Kurs hier drüber läuft, dann zieht er den Stopp auf Break-Even, ne? Bei einem Risiko. Weil Risiko ist immer der Abstand zwischen Einstieg und Stopp. Dann kann ich noch einstellen, mit wie viel Abstand der letztendlich hinter, also wo der jetzt endlich hinkommt, die Differenz dazu. Und das kann ich auch wieder einstellen, ob ich das mit Prozent einstellen will oder mit ATRs oder so weiter, wo der genau hingesetzt wird. So, das hier einfach mal gelassen. Dann kann ich einstellen, welchen Stop, oder welcher Order-Typ das letztendlich ist. Jetzt ist hier auf Stop-Order gestellt. Limit, Stop Limit oder Market. Ja, wenn ich da auf den Knopf drücke, welche Order wird gleich eingestellt? Die kann ich auch immer verstellen, wenn die drin ist, aber ist ja schön, wenn es schon mal ist, spare ich mir wieder einen Klick. Wenn das Signal kommt, dann kann ich natürlich mir auch eine E-Mail schicken lassen. Man kann auch eine Mobile Notification sich schicken lassen. Dynamic Scanner ist ein Zusatztool für den Algina Trader. Soll er da angezeigt werden, ja oder nein, das Signal? Ich kann mir dann einen Sound drauflegen. Und es ist ja auch so, ich kann für dieses Setup letztendlich mir hier ein Risiko speziell anlegen. Das kann ich auch machen und kann das im Endeffekt sagen, ja, ich möchte jetzt hier entweder Prozent angelegt haben oder halt eine Summe. Also wenn ich sage, ich möchte jetzt 50 Euro, 100 Euro Risiko haben für dieses Setup, dann warum steht da eigentlich eine 7 drin? Komisch. Dann overruled der im Endeffekt das Money Management. Das heißt, er überschreibt das Money Management und nimmt dann 100 Euro Risiko. Dann könnte man sich mehrere Setups anlegen und sagen, ich nehme 100, 150, 200, 250, 300. Je nachdem, welche Gewichtung oder welches Risiko ich für diesen Trade fahren will. Halte ich für ganz praktisch. Für Leute, die halt mehrere Einstiege haben, kann man das gut machen. Mit einer Strategie eher weniger, aber für eigene Orders kann man sich das halt gut ausrechnen. So, dann kann man hier noch einen Sound hinlegen. Direkter Order-Modus heißt, die Order wandert auch direkt zum Broker, wenn sie aktiviert ist. Und eine Ausführungs-E-Mail kann man jetzt auch noch bekommen, wenn der Trade dann losläuft. Hier kann man Instrumente ausschließen. Jetzt nicht so spannend. Stop-Escorts, hier hat man jedenfalls, die sind die Einstiegs-
Dinger immer gleich. Das heißt, man kann für jedes Signal die gleichen Einstellungen machen. Bei Stops ist es ein bisschen anders. Müsst ihr euch durcharbeiten. Bollinger Band sieht natürlich anders aus, die Einstellung, als jetzt hier eine Bar bei Bar, die wir besprochen haben. Da sieht man, wie viel Bars der Hardtrail zurückgehen soll, wie viel der Initialstop und wie viel der Softtrail. Ja, Softtrail soll schneller sein als der Hardtrail, habe ich gesagt. Deswegen steht hier eine 1, dann eine 2, kann man aber verstellen. Ja, 5, 6, 7, 8, was ihr wollt. Fuchst euch da ein bisschen rein in die Einstellung. Bei den Targets sieht es im Endeffekt ähnlich aus. Sind die Einstellungen auch verschieden, je nachdem, was man hier hat. Wenn man Multiple Risk nimmt, zu Levels, dann hat man hier zwei Risiken. Das sieht man hier unten. Das ist, wie viel verkaufe ich? Ja, wie viel verkaufe ich von meiner Position? Hier ist die Hälfte, kann man verändern. Wie viel verkaufe ich am zweiten Target? Die Hälfte weiter, dann sind wir raus. Oder ich mache hier halt weniger, schreibe hier 40% drin und lasse 10% weiterlaufen. Das ist auch möglich. Und wo liegt der Risikolevel? Also 1,5-fach weg vom Einstieg. Ja, kurz erklärt. Hier ist wieder mein Initialstop. Hier ist der Einstieg. Der Abstand, dieser Abstand hier ist das eine Risiko. Und wenn hier steht 1,5, dann habe ich letztendlich, mach das mal hier weg, wo kommt das erste Target hin? Na, logisch gespiegelt vom Einstieg 1 und dann nochmal die Hälfte drauf, 1,5. So, dann wird hier ungefähr unser Target liegen Nummer 1 und das andere dreifach dann ungefähr da oben. So, ja, so könnt ihr auch verstellen. Ihr könnt auch sagen, nee, ich will jetzt hier 2 haben oder 0,3, wie ihr wollt. Ja? Das ist schon mal eine ganz, ganz hübsche Sache. So, übernehmen. Und wie sieht das Ganze denn aus, wenn sowas fertig ist? Muss man natürlich verbunden sein immer. Mit dem Konto, ich nehme mal hier das SIM-Konto. Ja, meine Lizenz ist nicht aktiviert, weil der Agena Trader vorhin eingeschlafen ist mit dem Agena, mit dem Rechner. Könnte jetzt neu starten, dauert aber zu lange. Wenn man nämlich der AT im Agena Trader, also quasi im PC, eingeschaltet ist und ihr habt einen Ruhemodus, weil es ein Tag läuft über, und ihr seid dann nicht verbunden mit dem Internet, dann loggt er sich halt wieder ein und ihr müsst halt wieder diese Lizenzfrage haben. Habe ich jetzt nicht. Wenn ihr also dann darauf drückt, dann kriegt ihr halt ein Target, einen Initialstop und könnt dann jetzt mit dem Setup Escort mal ein bisschen rumprobieren. Schauen wir jetzt nochmal ein paar Fragen an. Der Abstand vom Stop zur Kerze 1 ATR, kann man den auf 0,1 stellen? Fragt der Michael. Der Abstand von der Kerze 0,1. Ja, du kannst, du meinst jetzt mal Stopp oder so weiter. Wenn du hier wieder auf Strategien gehst und Setup Escort. So, dann hast du hier oben allgemeine Einstellungen Stops. Und dann kannst du hier einstellen Abstand auf ATR. So, und dann kannst du hier 0,1 oder 0,2 nehmen oder 0,3 von der ATR. Die du dann oben auch einstellen kannst, wie weit der ist. Ja. Ah, hat sich schon erledigt. Okay, dann war das Fleißarbeit von mir. So, wenn ihr noch Fragen habt, ist immer ein ganz schön komplexes Thema. Was heißt denn ATR? Ist die Average True Range. Den Indikator findest du hier, Petra. Indikator, gib einfach ein ATR. Da ist er. Zieh den einfach mal in die Mitte mit Doppelklick. Und dann hast du im Endeffekt den Indikator da drin. Wenn man ihn auf Übernehmen nimmt, dann sieht man hier, hier ist die Average to Range, also die durchschnittliche Schwankungsbreite innerhalb der letzten 14 Tage. Ja, da sind auch Gaps mit bei. Daran sieht man, der Wert schwankt jetzt hier unten, da steht 406. Der schwankt im Durchschnitt innerhalb der letzten Tage jetzt 4,06 Dollar. Und dann weißt du ungefähr, wow, der ist ja jetzt ganz schön volatil geworden, weil die Kurve ist ja höher als hier unten. Und hier war im Endeffekt die Schwankungsbreite noch relativ gering, weil da ist er nur am Tag innerhalb der letzten Tage im Durchschnitt um 3 gestiegen. Heißt für dich mal als kleiner Tipp, wenn ich jetzt hier einsteige und setze meinen Stop gleich hier drunter, dann muss ich eigentlich auch wissen, auch wenn es da funktioniert, dass ich auch relativ schnell ausgestoppt werden kann,
weil ich ja dem Werk den Wert, wenn er ja hier nicht 4 Euro, wenn er, also weniger, soll ich sagen, ATR ist hier bei, Moment, schauen wir mal, 3,65. Ne? Und der Wert fängt jetzt hier diese Schwankungsbreite an, die Kerze war, und ich setze den jetzt irgendwo mitten hier rein. Und der Wert ist dann höher als die ATR, die Schwankungsbreite. Also der Stopp liegt näher dran als die ATR. Ich müsste mindestens einen Abstand haben von 3,70 zum Kurs von da oben. Und da liegt man bei 136 und da ist 131, würde gehen. Aber das ist meistens zu wenig. Wenn man nur ein ATR nimmt, nimmt man halt zwei ATR. Dann hätte ich halt 7,40 € oder 7,40 € von da oben. Liegen wir bei ungefähr 128, so ungefähr da. Und da macht schon mehr Sinn. Also im Endeffekt zeigt das, was ist die Schwankungsbreite und wo kann ich ungefähr meinen Stop platzieren, dass ich nicht jedes Mal rausfliege. Ne? Wenn die Schwankungsbreite vom Markt her, ja, die normale Bewegungsbreite des Marktes ist. Okay, komplexes Thema. Wenn keine Fragen sind mehr, dann sind wir schon fast am Ende. Ja, sind wir auch schon. Vielleicht hat Nelson noch eine Frage. Immer sehr. Tatsächlich gerade nicht, aber ja, vielleicht warten wir noch eine Minute, vielleicht schreibt einer gerade noch eine Frage in den Chat, dann lassen wir natürlich aufschreiben. Ansonsten, wie immer, wenn im Nachgang Fragen auftauchen, dann kann man den Carsten oder uns natürlich immer kontaktieren und wir Genau. versuchen da entsprechend zu helfen. Vielleicht kannst du ja nochmal deine Kontaktdaten zeigen, Carsten, und dann Ja, blende ich nochmal ein. haben wir das auch nochmal in der Aufzeichnung. Genau, das ist hier das über die Homepage, könnt ihr mich erreichen, tradercoach.de, und dann klickt ihr einfach hier auf Kontakt. Dann könnt ihr in so ein Formular schreiben. Wer es lieber per E-Mail macht, der kann das natürlich so einfach machen. Ja, E-Mail cb@tradercoach.de und einfach losschreiben. Beantworte jene E-Mail und kann auch ein bisschen dauern, aber ich beantworte sie und hoffe dann auch die Lösung zu finden. Sehr gut. Okay, dann scheint keine Fragen mehr zu kommen. Dann möchte ich mich natürlich einmal bei dir bedanken, Carsten, für die Webinare in 2020. Hat Spaß gemacht. Umso mehr freue ich mich auf das nächste Jahr und natürlich an alle Teilnehmer, die immer oder sehr oft dabei waren und hier aktiv mitgemacht haben. Vielen, vielen Dank und würde mich natürlich freuen, wenn Sie dann nächstes Jahr dann auch wieder dabei sind. Bis dahin. Natürlich noch eine schöne Restwoche und eine erfolgreiche Restwoche. Passen Sie auf Ihre Positionen auf und sehr gerne bis zum nächsten Mal. Und Carsten, du hast ja sehr gerne das Schlusswort. Dankeschön. Danke, Nelson. Ich kann mich deinen Worten wirklich nur anschließen. Das Gleiche wollte ich auch sagen. Eins kann ich noch hinzufügen. Ich weiß nicht, dass es auch in Nelsons Sinne ist. Ihr bleibt hoffentlich gesund. Ja? So oder so, passt auf euch auf, weil ich brauche euch ja nächstes Jahr, damit ihr mir noch mehr Fragen stellen könnt. Ne? Okay, von daher Genau. bleibt fit und bleibt doch fit beim Margina Trader und ja, bis zum nächsten Mal.